Liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde, der Workshop Digitale Agenda litt, und das ist ja sehr interessant, weil es ja um die digitale Welt ging, unter einem Manko, nämlich darunter, dass einer Vielzahl von Mitgliedern dieses Workshops, an die 70, die Papiere entweder nicht vorlagen oder unmittelbar zur Diskussion übergeben wurden. Das ist bedauerlich, weil man einem Thema wie diesem eine besondere Aufmerksamkeit widmen soll. Denn digitale Agenda ist mehr als Datensicherheit, ist mehr als Datenschutz, ist mehr als wirtschaftliche Möglichkeiten. Digitale Agenda bedeutet, wie verändert sich unsere Gesellschaft angesichts der Tatsache, dass immer mehr digitale Daten erfasst, verarbeitet und unters Volk gebracht werden. Wie verändert sich unsere Gesellschaft, je mehr wir digitalisiert werden? Ich mache es kurz, weil ich finde, dass wir zur Antragsberatung der weiteren Anträge noch kommen sollen. Wir haben uns darauf verständigt, nach einer sehr intensiven Diskussion, dass wir der Partei empfehlen, einen geschlossenen Chatroom einzurichten, in den auch Gäste eingeladen werden können, um die Fragen der digitalen Agenda tatsächlich nicht nur zu stellen, sondern abzuarbeiten und zu erörtern und dem nächsten Bundesparteitag ein möglichst geschlossenes Papier vorzulegen. Denn die Fragestellungen sind vielfältig. Wir konnten uns gestern dankenswerterweise darauf verständigen, wenigstens im Bereich Datenschutz ein Papier gemeinsam zu erstellen, das Ihnen jetzt vorliegt, was auch nur Fragmente enthalten kann, aber jedenfalls Grundsätze wiedergibt, die in der Partei gestern auch bei uns völlig unbestritten waren. Das, was Ihnen jetzt vorgelegt worden ist, hat einige kleine Neuerungen. Zunächst einmal muss es uns darum gehen, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, dass Deutschland seine zögerliche Haltung bei der Einführung einer EU-Datenschutzgrundverordnung aufgibt und sich an die Spitze der Bewegung setzt. Denn wir können nur europaweit nicht nur die Chancen der Datenverarbeitung nutzen, sondern vor allen Dingen auch die Risiken bewältigen, wenn wir uns auf eine gemeinsame Datenschutzgrundverordnung einigen und diese in den europäischen Ländern auch durchsetzen. Auch das ermöglicht uns, Standards zu setzen, die weltweit Beachtung finden und nicht uns ins Hintertreffen geraten lassen. Wir haben uns insbesondere auch dafür eingesetzt, dass es eine unkomplizierte und einfache Gestaltungsrecht geben muss, nämlich festzulegen, dass man am Gerichtsstand seines Wohnortes sich gegen mögliche Verletzungen der Datenschutzgrundrechte, der Datenschutzrechte wehren kann, weil das dazu führt, einen einfachen Zugang zu Gerichten zu bekommen und weil das dazu führt, dass die materielle Rechtsfrage auch entschieden wird. Das heißt, welche Unternehmen müssen sich, egal wo sie operieren, im Zweifel dann den deutschen oder europäischen Standards unterwerfen. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne Wenn und Aber die Vorratsdatenspeicherung, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung abgelehnt. Wir bleiben dabei und ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich Sabine Leuthauser-Schnarrenberger dafür danken, dass sie in den letzten 4 Jahren vehement sich dagegen verwahrt hat, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Und wir sind ja bestätigt worden. Wir sind ja bestätigt worden, insbesondere durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die ich wirklich jedem noch mal zur Lektüre empfehle. Denn im Prinzip steht dort drin, dass es keinen vernünftigen Anlass gibt, um eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung einzuführen und damit einen massiven Grundrechtseingriff umzusetzen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie sich noch daran erinnern, wie die FDP beschimpft worden ist. Wir seien ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Sabine Leuthauser-Schnarrenberger sei ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Und heute wissen wir, das einzige Sicherheitsrisiko war der Bundesinnenminister Friedrich, der nun wegen Geheimnisverrats interessanterweise sich mit der Staatsmacht auseinandersetzen muss. Also das Sicherheitsrisiko lag bei der CSU und nicht bei der FDP. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir haben nicht erst seit der NSA-Affäre festgestellt, dass es wichtig ist, nicht nur vertragliche Vereinbarungen schließen zu wollen, sondern dass Europa technisch aufrüsten muss, um sich technisch wehren zu können gegen Angriffe von außen, denn Verträge sind nur so viel wert, wie man sie in Zweifel kontrollieren oder auch sanktionieren kann. Und deshalb, wenn es einer weiteren Begründung bedarf für ein einheitliches Europa, für ein Zusammenwachsen Europas, dann in diesem Feld, denn nur europaweit können wir das gemeinsam erreichen, uns mit den Amerikanern auseinanderzusetzen und ihn auch durchzusetzen, gegenüber den Amerikanern durchzusetzen, dass unsere Überlegungen zur Datensicherheit und zum Datenschutz Geltung beanspruchen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorletzte Punkt. Wir brauchen dringend eine Kontrolle des Verbots der Inlandsspionage durch Auslandsgeheimdienste. Denn wir erleben immer mehr, dass trotz des Verbots im Inland zu spionieren, der BND und andere Geheimdienste sich schlicht und ergreifend damit behelfen, dass sie Daten austauschen.
Und auch dies können wir nur europaweit organisieren. Es muss eine parlamentarische und sonstige Kontrolle geben darüber, dass die Geheimdienste der einzelnen Länder nicht die Verbote dadurch umgehen, dass sie zusammenarbeiten und im jeweiligen Ausland spionieren und dann das Material im Inland verwerten können. Deshalb noch einmal, auch hier brauchen wir eine europäische Lösung. Auch hier wird die FDP sich an die Spitze der Bewegung setzen. Ihnen liegt, wie gesagt, das Ergebnis des Workshops in diesem Bereich vor. Ich möchte eine kleine Korrektur noch annehmen, weil interessanterweise in der digitalen Welt auch immer wieder Digitales passiert. Liebe Frau Pilz, im zweiten Punkt muss im ersten Satz für die Datenerhebung, Verarbeitung und Weitergabe durch öffentliche Stellen, dieses durch öffentliche Stellen gestrichen werden, weil wir uns darauf verständigt haben, dass das nicht nur für öffentliche Stellen, sondern auch für private gelten soll. Insofern ist das schlicht und ergreifend wieder neu reingerutscht. Also man muss in der digitalen Welt auch aufpassen, dass das, was man will, auch elektronisch korrekt umgesetzt wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.